Das Jahr 2022 neigt sich so langsam dem Ende und wir haben in diesem Jahr im Immobilienbereich, im Baufinanzierungsbereich ein eher durchwachsenes Jahr gehabt, wo Anfang des Jahres noch die Zahlen traumhaft für viele aussahen, sind die Zahlen im zweiten Halbjahr rapide eingebrochen, rapide nach unten gegangen, die Zinsen sind sehr stark gestiegen, die Kaufpreise für Immobilien sind eigentlich fast gar nicht nach unten gegangen, da hat der Markt noch gar nicht reagiert. Und ich denke, dass jetzt, auch wenn der ein oder andere vielleicht das Thema erstmal abgehakt hat, ist jetzt genau die richtige Zeit, Informationen zu sammeln und sich entsprechend für die Zukunft vorzubereiten, weil der Markt wird sich auch wieder regulieren und es wird natürlich auch in Zukunft noch möglich sein, Immobilien zu kaufen. Deswegen bleibt hier am Ball, abonniert den Kanal. Wir versorgen euch jede Woche mit den aktuellsten Informationen zum Thema Baufinanzierung. Und heute habe ich mir ein Thema rausgesucht, was essentiell ist, was sehr wichtig ist, wo leider die ein oder andere Baufinanzierung schon mal dran scheitert. Das ist nämlich das Unterlagenthema. Wenn ihr euch eine Kondition sichern wollt, wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt und seid aber nicht alleine, also wenn noch andere Interessenten da sind, dann müsst ihr schnell sein in der Regel. Und dann müsst ihr vor allen Dingen schnell sein mit euren persönlichen Unterlagen, mit den Bonitätsunterlagen und auch mit den Objektunterlagen. Und darüber sprechen wir heute, Thema Bonitätsunterlagen, Thema Objektunterlagen und wo findet ihr denn Unterlagen, die eventuell gar nicht mehr auffindbar sind, weil damit könnt ihr euch entsprechend heute schon vorbereiten. In der Regel bekommt ihr auch sogenannte Unterlagenlisten von den Banken, von den Baufinanzierern, wo ihr das Ganze natürlich wie eine Checkliste auch abarbeiten könnt. Aber manchmal sind Unterlagen auch nicht da und müssen beantragt werden. Und dementsprechend solltet ihr natürlich schauen, wenn euer Personalausweis abgelaufen ist, dass ihr den frühzeitig beantragt, weil sonst dauert das Ganze einfach ein paar Wochen und dann kann die Immobilie auch schon mal weg sein. Und jetzt steigen wir ein ins Thema und wir starten auch direkt mit dem Thema der Bonitätsunterlagen. Und da habe ich mir als ersten Punkt die Selbstauskunft aufgeschrieben. Die Selbstauskunft, da gebt ihr eure persönlichen Daten bei der Bank oder bei dem Baufinanzierer ab. Wir machen das ja in der Regel so, wenn ihr uns eine Anfrage über die Homepage schickt, dann bekommt ihr von uns einen Zugang zur digitalen Selbstauskunft. Das Ganze ist datenschutzkonform natürlich. Ihr vergebt euer eigenes Passwort dort und könnt dann eure Daten eintragen, eure persönlichen Daten und vielleicht auch schon die Daten zur Immobilie. Und ihr könnt auch dort schon Unterlagen hochladen. Was mir oftmals auffällt, ist, dass nicht alle Daten abgegeben werden. Vor allen Dingen die relevanten Daten wie Einkommensdaten. Ihr müsst natürlich der Bank oder den Baufinanzierern eure Daten zur Verfügung stellen, sonst kann keine Berechnung erfolgen. Das ist wie, wenn ihr krank seid und geht zum Arzt, wollt euch aber nicht untersuchen lassen. Das funktioniert natürlich nicht, ja. Da müsst ihr natürlich auch entsprechend Daten abgeben, entsprechend Fragen beantworten. Vielleicht müsst ihr euch ja sogar freimachen. Und bei uns ist es so, bei uns müsst ihr euch natürlich entsprechend finanziell freimachen, aber nicht nur bei uns, sondern allgemein bei den Banken und bei den Baufinanzierern, damit wir hier natürlich auch entsprechend arbeiten können. Deswegen, das ist ein ganz normales Prozedere und dementsprechend ist das auch der erste wichtige Punkt, wenn ihr eine Budgetanfrage startet, also wie viel Immobilie könnt ihr euch leisten oder wenn ihr tatsächlich eine Baufinanzierung umsetzen wollt. Dann der nächste Punkt, Personalausweis, verlangen fast alle Banken. Hier natürlich Aktualität prüfen. Ich habe hin und wieder den einen oder anderen Fall, da ist auf einmal der Personalausweis abgelaufen. Das fällt dann auf einmal auf, wenn man die Baufinanzierung einreichen möchte. Hier kann man zwar auch schon mal mit einem Reisepass arbeiten, aber achtet darauf, dass einfach eure Personalausweise aktuell sind. Das Ganze dauert ja auch in der Regel immer ein paar Wochen, wenn man sowas neu beantragen muss. Kreditverträge laufende, das zählt zu den Bonitätsunterlagen. Also wenn ihr irgendwelche Ratenverpflichtungen habt, ob das jetzt der Thermomix ist oder ob das ein Auto ist, was ihr mal auf Raten gekauft habt, da schaut, dass ihr die Kreditverträge parat habt und natürlich das Ganze optimalerweise schon digitalisiert. Viele Finanzdienstleister, viele Baufinanzierer, also nicht nur wir, arbeiten mit dieser digitalen Unterlagenakte, wo ihr die Unterlagen hochladen könnt. Dementsprechend zählt es auch in der Regel für alle Unterlagen, dass ihr die digitalisiert. Das heißt,
einfach einscannen. Das könnt ihr mit dem Scanner machen oder auch mit dem Handy. Lohn- und Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate. Manche Banken verlangen auch nur die letzten 2 Monate. In der Regel habt ihr die Sachen ja parat. Und viele Banken verlangen auch vom Dezember des Vorjahres. Da werden nämlich die Daten kumuliert, die Gehaltsdaten kumuliert, zusammengefasst. Das verlangen auch einige Banken. Renteninformationen, private und gesetzliche Rente. Schaut, dass ihr auch diese Informationen parat habt. Das wird in der Regel auch abgefragt und das entsprechend auch einscannt oder digitalisiert. Eigenkapitalnachweise. Das heißt, ihr wollt ein bestimmtes Eigenkapital einsetzen, 50.000 Euro, 100.000 Euro. Dafür möchte die Bank natürlich Nachweise sehen. Das heißt, diese Nachweise müsst ihr auch einscannen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel nur 80.000, 100.000 Euro einsetzen wollt für die Baufinanzierung und ihr habt aber 150.000, 200.000 Euro auf dem Konto rumliegen, dann heißt es nicht, dass die Bank dann sagt, dann wollen wir, dass ihr dieses Eigenkapital aber einsetzt, nur weil das vorhanden ist. Es wird am Ende des Tages nur das Eigenkapital eingesetzt, was auch eingesetzt werden soll, also was euer Wunsch ist. Und wenn da einfach mehr Geld auf dem Konto ist, dann ist das in der Regel auch nicht schlimm, weil die Banken sehen das gerne, dass einfach noch Rücklagen da sind. Einmal im Bereich des Hausbaus oder auch im Bereich der Bestandsimmobilien, weil auch hier fallen hin und wieder mal Sanierungen oder Modernisierungen an. Und da sieht die Bank es natürlich gerne, wenn ihr entsprechend Eigenkapital in der Hinterhand habt. Und, wichtig an dieser Stelle noch, nicht älter als 4 Wochen. Und da ist es tatsächlich wichtig, auch zu schauen, könnt ihr euch von den Banken auch sehr schnell den Eigenkapitalnachweis ziehen. Bei vielen Banken kann man sich das einfach runterladen. Es gibt aber auch teilweise Banken, die schicken das zu. Und das kann schon mal ein paar Tage dauern, manchmal sogar ein paar Wochen dauern, bis die diese Eigenkapitalnachweise zuschicken. Deswegen schaut hier, dass ihr auch auf dem aktuellsten Stand seid. Wenn der Eigenkapitalnachweis 2-3 Monate alt ist, akzeptieren die Banken das in der Regel nicht. Letzter Einkommenssteuerbescheid oder die letzte Steuererklärung. Das verlangen nicht alle Banken, aber einige Banken verlangen es tatsächlich doch. Und wenn ich jetzt sehe, das Stichwort Banken, einen Punkt habe ich hier in der Liste vergessen, den auch einige Banken abfragen. Das ist das Thema Kontoauszüge. Wenn ihr, bei eurer Sparkasse finanziert, wir finden nachher raus im Vergleich, die Sparkasse ist hier die richtige Bank, die passende Bank für euch. Dann braucht ihr, wenn ihr dort auch Kunde seid bei dieser Bank, also wenn das eure Hausbank ist, dann braucht ihr in der Regel dann keine Kontoauszüge zeigen. Weil die Banken sehen ja auf euer, können ja auf euer Konto gucken. Es gibt aber Banken, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei der Hausbank, bei irgendeiner Sparkasse euer Hauptkonto habt und ihr finanziert jetzt beispielsweise bei einer anderen Bank, kann es sein, dass die andere Bank aber die Kontoauszüge sehen möchte, weil die einfach sehen wollen, was habt ihr für fixe Ausgaben? Habt ihr tatsächlich alles in der Selbstauskunft auch angegeben? Stimmt das so? Weil es gibt vielleicht den ein oder anderen Kredit, den kann man in der Schufa nicht nachschauen. Und der fällt dann so ein bisschen unterm Tisch und das wollen die Banken entsprechend auch wissen, beziehungsweise hier wollen die Banken sich auch absichern. Ich habe auch schon mal den ein oder anderen Fall gehabt, da wird eine monatliche Rate für eine dritte Person übernommen. Ja, da wird dann auf einmal taucht da irgendein Inkassounternehmen in den Kontoauszügen auf, aber das wird dann irgendwie für den Bruder oder für irgendeine andere dritte Person bezahlt und das betrifft einen gar nicht persönlich. Das kann schon ein Ausschlusskriterium sein, dass die Bank sagt, wir finanzieren den Kunden nicht. Deswegen achtet darauf, dass eure Kontoauszüge nicht nur mit der Selbstauskunft, also mit Punkt Nummer 1 zusammenpassen, sondern dass da auch nicht so Themen drinstehen wie Inkassoleistungen. Dann der nächste Punkt ist das Thema Objektunterlagen. Hier kann es ja auch hin und wieder schon mal vorkommen, dass Unterlagen gar nicht da sind. Und bevor ich jetzt im Detail darauf eingehe, kurzer Hinweis nochmal zu unserer Beratung. Wir setzen ja in Zukunft nicht nur direkt bei der Budgetberatung an, sondern noch ein Step früher. Das blende ich euch auch jetzt hier nochmal ein und wir unterstützen euch auch bei der Immobiliensuche. Dort könnt ihr euren Suchauftrag anlegen und dann bekommt ihr von insgesamt 52 Portalen, wenn ihr wollt, jeden Tag die aktuellsten Angebote kumuliert zugeschickt per E-Mail.
Ja, das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr bei allen möglichen Suchportalen irgendwelche Suchaufträge anlegen, sondern das macht ihr nur noch in einem Portal. Das könnt ihr bei uns machen. Das Ganze heißt ZinkImmo und wir stellen euch hier für die Suche zur Verfügung. Ihr müsst einfach nur über unsere Homepage eine Anfrage stellen zum Thema Immobiliensuche. Dann machen wir eine kurze Budgetberatung, wie viel Immobilie könnt ihr euch überhaupt leisten. Und dann schicken wir euch den Link und dann könnt ihr euch für die Immobiliensuche eintragen. Das Ganze können natürlich auch andere Baufinanzierer nutzen. Schaut unten mal in der Videobeschreibung, da habe ich euch einen Link reingesetzt. Der Link ist natürlich jetzt nur speziell für Berater, wenn ihr das Ganze euren Kunden auch anbieten wollt. Ich hatte, meine ich, laut Videoplan letzte Woche ein ausführliches Video auch dazu veröffentlicht zum Thema reduzierte Immobilien finden. Das verlinke ich euch auch jetzt nochmal hier oben in der Videobeschreibung und auch nochmal am Ende, beziehungsweise hier oben setze ich den Link und am Ende des Videos setze ich euch das auch nochmal ein. Fangen wir an, Thema Objektunterlagen, einmal die Objektfotos. Ja, oftmals ist es ja so, wenn ihr eine Bestandsimmobilie kaufen wollt, dann habt ihr ein Exposé von einem Makler oder ihr erstellt einfach selber Objektfotos. Ihr müsst jetzt keine 100 Fotos erstellen, aber ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich die Immobilie nicht kenne, muss ich mir einen guten Eindruck davon machen können. Das heißt, auch der Kreditsachbearbeiter muss sich davon einen guten Eindruck machen können. Dafür müsst ihr jetzt keine 80 oder 100 Fotos schicken, aber schon, dass man die Zimmer erkennen kann, dass man sehen kann, in welchem Zustand ist das Bad, wie sieht der Keller aus und natürlich auch von außen, wie sieht die Immobilie von außen aus. Das Ganze kann man mit, ich sag mal, 8 bis 15 Fotos schon erledigen, dann hat man schon einen sehr guten Überblick. Warum sage ich das mit den 100 Fotos? Ich hatte letztens einen Fall, da haben die Kunden tatsächlich gefühlt 100 Fotos hochgeladen. Das muss natürlich nicht sein. Dann der nächste Punkt, das Thema Flurkarte ist in der Regel vorhanden. Wenn nicht, kann man sich das in der Regel online runterladen oder bei der Stadt beim Katasteramt besorgen. Einfach die Stadt und Flurkarte eingeben und dann kommt man schon auf den richtigen Pfad, wo man sich diese Flurkarte, diesen Lageplan runterladen kann. Aber in der Regel ist die Flurkarte nie ein großes Thema. Dann der nächste Punkt, das Thema Baubeschreibung. Das sind in der Regel 2-3 Seiten, wo das Objekt und die Bauweise und so kurz beschrieben ist. Normalerweise bei Bestandsimmobilien ist das immer da. Aber wir kommen ja auch noch gleich im nächsten Punkt, auf der nächsten Seite kommen wir zu dem Thema, wo bekommt ihr denn die Unterlagen her? Also die Baubeschreibung ist in der Regel in den vorhandenen Unterlagen vorhanden oder im Neubau wird es in der Regel auch mit ausgestellt. Genauso wie die Baupläne, das heißt Schnitt, Grundriss und Ansichten, auch das ist in der Regel in den Objektunterlagen von den Verkäufern immer enthalten oder bekommt ihr beim Neubau in der Regel ausgestellt. Wohn- und Nutzflächenberechnung, die sogenannte Wohnflächenberechnung, eine ganz wichtige Unterlage, die leider tatsächlich nicht immer vorhanden ist. Und oftmals höre ich dann auch den Satz, das ist doch überhaupt kein Problem, kann doch die Bank erstellen, kann doch XY erstellen. Oder vielleicht erstellt das auch der Makler oder der Kunde zeichnet es selber oder der Kunde schreibt es selber auf. In der Regel muss das aber von einem Architekten ausgestellt werden. Also wenn diese Unterlagen nicht da sind, wird es in der Regel schwierig, überhaupt eine Baufinanzierung zu bekommen. Baukostenaufstellung beim Neubau. Entweder macht ihr das selber und lasst es von einem Architekten gegenzeichnen oder ihr bekommt es vom Neubauunternehmen, vom Fertighausanbieter oder vom Architekten in der Regel. Wir haben nochmal unsere eigene Vorlage. Das heißt, wenn wir sehen, dass diese Baukostenaufstellung nicht ausreichend ist für die jeweilige Bank, haben wir in der Regel immer eine Vorlage, mit denen die Kunden dann arbeiten können. Und das kann man sich dann auch vom Hausbauunternehmen in der Regel gegenzeichnen lassen. Werk- oder Bauträgervertrag, den bekommt ihr in der Regel vom Hausbauunternehmen oder vom Fertighausanbieter. Das sollte in der Regel auch kein Thema sein, haben auch in der Regel alle Kunden. Energieausweis. Beim Neubau wird der Energieausweis ja in der Regel erst am Ende, wenn das Haus steht, endgültig ausgestellt. Man kann sich schon mal so einen Vorabauszug geben lassen. Damit arbeiten dann die Banken auch im Bestandsimmobilienbereich. Ist der Energieausweis in der Regel ja, soweit ich weiß, verpflichtend, ja, wenn eine Immobilie verkauft wird. Das verlangen mittlerweile auch sehr viele Banken. Dann Kaufvertragsentwurf, das heißt, wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt, dann wird ja dafür ein Kaufvertrag aufgesetzt und dafür geht ihr dann zum Notar, da wird der sogenannte Kaufvertragsentwurf aufgesetzt, ist nicht immer bei jeder Bank zwingend erforderlich.
Aber einige Banken verlangen das, kann aber in der Regel auch nachgereicht werden. Eine ganz wichtige Unterlage ist der Grundbuchauszug und der darf nicht älter als 3 Monate sein. Ich erlebe es tatsächlich hin und wieder, dass die Grundbuchauszüge dann 10, 20 Jahre alt sind und dass die Kunden dann sagen oder der Verkäufer sagt, ja, das ist doch kein Problem, hat sich doch nichts mehr daran geändert. Das weiß die Bank aber nicht. Und wir wissen das auch nicht. Deswegen, Grundbuchauszug darf nicht älter als 3 Monate sein in der Regel. Wo bekommt ihr Unterlagen her, wenn keine Unterlagen mehr da sind? Bisherige Eigentümer, also wenn ihr eine Bestandsimmobilie kauft in der Regel, die sollen einfach mal ihre ganzen Aktenordner durchgehen und oftmals werden dann auch in der Regel alle Unterlagen gefunden. Dann als nächsten Ansprechpartner habe ich die Bank aufgeschrieben. Es kann sein, dass wenn das Objekt vorher bei der Sparkasse XY finanziert war und ihr finanziert das Objekt auch bei der Sparkasse XY, dass die schon die Unterlagen haben in der Regel. Ja, also da könnt ihr auch nochmal nachfragen und die müssen dann einfach nur nochmal in ihrem Archiv schauen und da können dann auch nochmal Unterlagen besorgt werden, die eventuell beim Eigentümer nicht vorhanden sind. Dann, wo ihr auch nachfragen könnt, ist das Bauaktenarchiv der jeweiligen Stadt. Die haben auch zu allen Immobilien in der Regel die Bauakten, nicht alle Städte, manche Sachen sind schon so alt und die sind dann doch nicht vorhanden. Bei vielen Städten ist es auch tatsächlich schon digitalisiert. Die Beantragung kann aber schon mal ein paar Wochen dauern und da bezahlt ihr für die Kopien in der Regel auch ein paar Euro. Aber hier ist auch nochmal ein guter Anlaufpunkt, wenn Unterlagen zu Immobilien nicht vorhanden sind. Dann das Amtsgericht, in der Regel für den Grundbuchauszug, der Notar, in der Regel für den Kaufvertragsentwurf und natürlich könnt ihr beim Thema Neubau, Architekt, Bauunternehmen, Fertighausanbieter fragen. Und wenn es wirklich überhaupt nicht vorhanden ist, wenn es nirgendwo auffindbar ist, dann müssen Unterlagen neu erstellt werden. Habe ich letztens auch wieder einen Fall gehabt, Thema Wohnflächenberechnung. Der Makler hat die Wohnflächenberechnung selber erstellt, hat die Grundrisse selber erstellt und das ist natürlich ein Dokument, was in der Regel die Banken nicht akzeptieren, wenn das selbst gemalt ist. Es muss am Ende des Tages tatsächlich ein Stempel vom Architekten drauf sein. Und hier entstehen in der Regel auch Zusatzkosten, die manchmal auch ein paar 100 Euro kosten können. Ihr könnt auch euren Baufinanzierer ansprechen. Wir haben hier auch wieder entsprechende Tools und entsprechende Dienstleister, die wir hier beauftragen können und wo dann Objektunterlagen im Nachhinein erstellt werden können. Wenn wir über das Thema Unterlagenbeschaffung sprechen, weil Unterlagen nicht da sind, das ist manchmal ein nicht so schönes Thema, weil diese Unterlagenbeschaffung kann schon mal ein paar Wochen dauern und dann kann sich in der Regel auch schon mal die Kondition verschlechtern. Deswegen schaut wirklich, dass ihr das Thema auf dem Schirm habt. Und hier verlinke ich euch jetzt nochmal das Video zum Thema ThinkImmo, zum Thema Immobiliensuche. Da könnt ihr euch nochmal ausführlich informieren zu dem Thema. Hier könnt ihr uns jetzt die kostenlose Anfrage zum Thema Baufinanzierung, zum Thema Immobiliensuche oder Budgetberatung schicken oder natürlich alle Infos unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.